Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück hier bei Twilight Princess in Hyrule Town mit unserem guten Link und natürlich dem Christoph am Controller. Hallo zusammen. Ja, in den vielgeschäftigen Gassen von Hyrule Stadt. Und wo schaust du jetzt vorbei hier? Bei der Käferperle. Ja, da wollte ich mal vorbeischauen. Aber die ist glaube ich eh auf dem Feld oder vielleicht ist sie noch da. Mal sehen. Ah doch, da ist sie noch. Sie ist da. Ja, ach ja, wir haben ein neues Pärchen zusammen. Ja, wobei wir kriegen keine Kohle. Ja, dann das, kommt, dann gehen wir die auch nicht ab. Dann ist mir gerade in den Sinn gekommen. Fällt dir denn so aus, ich meine, das ist jetzt kein Massive Spoiler, Erfahrungswerten irgendwas ein, wo wir nochmal Fettkohle ausgeben müssen hier in dem Spiel? Also ausgeben müssen, weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Es gibt natürlich noch Items, die wir kaufen können. Ich würde jetzt auch mal kurz in dem Shop hier in Hyrule kurz vorbeischauen, um mal zu schauen. Vielleicht bringen wir ein bisschen Geld unter die Leute damit. Ja, man kann das gut lesen, was hier steht. Nicht. Ich bitte um Entschuldigung, du kommst außerhalb der Öffnungszeiten. Bitte komm doch später wieder. Alter, es ist am helllichten Tag irgendwie so Richtung 12 Uhr mittags, ne? Also wenn da jetzt nicht wenigstens ein Schild mit Mittagspause steht, dann... Ich komme nie rein. Ja, toll. So viel zum Thema bringen Geld und die Leute. Das war eigentlich der Laden, wo ich rein wollte, glaube ich. Ja, herzlichen Glückwunsch. Da kann man nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Ja, jetzt wird wieder in die Hände geschluckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Jetzt auf die Scheiße. Ich weiß ich auch nicht. Kam ich gerade schon drauf, als du sagst, wir bringen mal Geld für die Leute. Ein bisschen die Wirtschaft ankurbeln und überhaupt und den Kapitalismus. Tja, was tut er hier? Hyrule ist halt einfach auch nicht konsumgeil genug. Ja, wobei so fleißig wie die Leute hier sind, das ist eigentlich schon sehr vorbildlich. Ja, aber geil's ist geil, von daher. Und was ist das hier nochmal? Ambulanz. Aha. Das ist auch keiner. War wir schon mal in der Ambulanz? Ambulante Behandlung ist ja in Hyrule quasi völlig überbewertet. Ist das erste Mal, dass ich überhaupt ein Krankenhaus in so einem Spiel sehe. Vorher brauchte man das nicht. Was? Was zum? Ist das nicht der kleine Held, der die Zora-Jungen gerettet hat? Obwohl ihm das so gar nichts einbringt. Was führt dich her? Eine Untersuchung. Aber Geld hast du doch wohl. Übrigens, diese kleine Ilja, sie hat nicht zufällig über mich gesprochen. Wait. Wenn ich dich untersuchen soll, das kostet eine Kleinigkeit, klar. 500 Rubine. Nein. Probleme mit dem Geld habe ich keine. Schließlich bin ich eine Koryphäe. Die Patienten kommen von überall zu mir. Wenn ich mir nur eine Zeit stehlen willst, dann mach, dass du fortkommst. Und die Kleine, die hat mich wirklich nicht zu mir erzählt. Alter! Creepy. Gut, aber hier geht es scheinbar nicht weiter. Auch wenn wir Geld hätten. Ich habe mich jetzt echt auch irgendwie gewundert, wenn es vorgesehen gewesen wäre, dass wir uns da, also, was soll denn rausfinden? Erstmal Tara suchen lassen. Sie können sich ja in einen Wolf verwandeln, das war irgendwie nicht so richtig. Da gibt's doch was von Ratiofarm. Sie haben dann auch so einen Fellknäuel verschluckt. Tja. Müssen sie morgens auch des Öfteren mal aufstoßen? Oder wir haben da noch so eine Geisterseele, die sie aus Versehen runtergeschluckt haben. So, was ist jetzt hier? Ach, guck mal. Ja, Tür ist verschlossen. So, und hier kommen wir nämlich zu Giovanni, oder wie der komische Vogel da heißt. Guck mal, hier können wir uns verwandeln, weißt du? Ja, sind sie in der Stadt nicht. Wenn aber 5000 Katzen zukommen. So. Aber das hat ihn nämlich noch gesucht, Giovanni, wo man sich bei ihm reingraben kann. There we are. Hi, Giovanni. Ach ja, genau. Ich verscamme mich nämlich in Nuklefer. Du siehst ja, ich kann mich immer noch nicht bewegen. So ist richtig, nur noch 14 Geister, dann hast du es geschafft. Guck mal, haben wir schon erst 6 Geister geholt, oder? Ja, doch. Wir hatten vorher echt nicht viele. Also in der letzten Folge haben wir gefühlt 50% von denen, die wir schon hatten, wir sind nochmal gesammelt. Krass. 100%, also praktisch, also 3. Ne? Wir hatten 3 und dann nochmal 3 gesammelt. Richtig.
Normalerweise treffen wir uns ja immer direkt vor Giovannis Haus. Wenn der Boss nicht rauskommt, dann sollte das Treffen von meinem Haus abgehalten werden. Meine ich. Ja, okay. Also, wer ist der Boss, oder? Ich meine... Ich hab keine Ahnung. Rein größentechnisch haben wir das Ganze ja schon entschieden. Definitiv, aber wir sind eigentlich auch keine Katze, von daher. So. Dann haben wir das auch schon mal geklärt. Stimmt, Wolf ist... Hund. Ne? Ja. So. Ich verwechsel die beiden schon mal manchmal ein bisschen. Aber... Ja, kann ja passieren. So, jetzt die Frage, kann man hier jetzt noch machen? Papa verkauft frisches Quellwasser, aber in letzter Zeit kommt keine neue Ware, deshalb hängt er den ganzen Tag am westlichen Tor rum. Wenn ich mit ihm reden will, seufzt er einfach nur. Ich mache mir wirklich Sorgen um ihn. Ach, das ist wahrscheinlich der Kranke, ne? Ja, dem nehmen wir das Quellwasser halt bringen sollen, ne? Wenn das so weitergeht, nimmt es ein böses Ende mit meinem Papa. Kannst du nicht irgendetwas tun? Meine Güte, nur weil er kein Quellwasser kriegt, ey. Echt, ey, weil wir einen Schnaps trinken. Du nimmst einen Apfel in die Hand, der wirkt süßreif und verlockend. Aber warte, der Laden auf der anderen Straßenseite verkauft auch Äpfel. Das sollte man erst vergleichen. Kapitalismus at its best. Quellwasser zu verkaufen. Ja. Vor allem haben wir die jetzt einfach geklaut. Ja, ich habe keine Ahnung. Geil, ich stell mir so vor, wie der Markthändler so hinterm Tresen steht und du einfach so... Du nimmst die Blumen, auch der Preis ist akzeptabel. Aber der Verkäufer ist nicht da, also legst du sie wieder zurück. Ach, aber den Apfel, da wird nicht drüber diskutiert, ne? Geil. Da reden wir nicht mehr drüber. Das ist schon episch. So, was ist denn mit dir hier? Bist du nicht der Kämpfer, der den kleinen Sura-Jungen geritscht hat? Haha, das bist du doch, oder? Die Leute sprechen nicht offen darüber, aber man redet schon viel von dir. Hä? In letzter Zeit hört man nicht viel Gutes, deshalb freuen sich die Leute umso mehr, wenn sie deinen Heldentaten erwarten. Die kann man mehr vertrauen als diesen unzuverlässigen Soldaten von Hyrule. Ja, also dann ab zum See, ja, ne? Hatten ja in der, See. Genau, wir hatten ja in der letzten Folge gesehen, dass hier, na, jetzt ist mir der Name aber leider entfallen. Von unserer Underground Organization. Ja, genau, beziehungsweise der Typ, der halt auf der Suche ist nach der... Achso, nochmal Jago. Jago war der, der drin saß, ja, ne? Und dann hieß der andere immer mit Raffler. Raffler. Rammler. Raffler. Genau, Raffler hört sich wie so ein betrunkener Hase aus einem Disney-Film. Ach ja, die rammlige, nee, die... Was? Die rattige Rammlerzüchterin Rita. Ja. Aus welchem RTL 2, Dingens ist das jetzt wieder? Ich weiß nicht, ist das nicht mal Bausenfrau? Diese ganzen, ja, das Alliterationen. Ja, genau, das würde mir nicht passen. Ja. Das hatten wir aber auch auf der Arbeit selbst erfunden. Das war nicht mal von Switch, sondern das hatten wir uns quasi selber ausgedacht. Okay. In der Mittagspause. Ja. Könnte aber trotzdem so in Bausenfrau vorkommen. Ja. Es gab, glaube ich, bei Switch gab es mal irgendwie irgendwas mit Pflaumenpflückende und dann weiß ich über den Vornamen nicht mehr. Ich glaube Fiona oder irgendwie so. Fiona? Die Pflaumenpflückende Fiona. Ja, gut. So, ja, dann würde ich mal sagen, springen wir jetzt hier runter. Off we go. Kommen wir da eigentlich noch drüber? Nee. Ist ja zu hoch wieder. Ja. Ach ja, stimmt, wir haben keinen. Wir haben keine Kiste. Keine Kiste, so wie wir letztes Mal. Ah, gut. Ja, Epona, dann! So, im epischen Galopp. Ja, die ich glaube, das können wir nicht verkaufen. Also wenn wir uns jetzt mal daran erinnern, wie du letzte Folge das Hühnchen da verhauen hast, ne? Also wenn Peter da zuguckt, dann kriegst du aber richtig ums Maul. Bei der Produktion dieses... sind kein Tier zu schaden. Keine echten Tier. Genau, lass den Sauerbraten einfach so stehen. Was denn? Die Poda wieder... Da toll, wieder Rubine, Wahnsinn. Ja, müssen wir doch die andere Stelle da runterspringen, dann nutzt ja nichts. Auf wie go? Warte mal. Moment. Ja, da. Da ist er. Das Auge dafür.
Okay. Ist wahrscheinlich. Ja, das ist könnte nicht jetzt so die Schnecke sein. Ist nicht so wie bei Windbreaker. Wenn ich schon nicht runterfällt. Jo. War alles so geplant. No risk, no fun oder was, ey? Alles so geplant. Wo ist denn das Dorf wieder? Hey, wie bleibt still? Doch keine Schnecke. Ich glaube nicht. Gottes Gott, haben wir drin? Wir die? Nee, noch nicht. Scheinbar nicht. Ich glaube, wir haben schon die männliche, oder? Das kann gut sein. Oder hatten wir... Ne, was hatten wir? Wir hatten eine Stabvollstrecke. Meine ich irgendwie so. Ich dachte, du wirst einfach so beim Rückwärtslaufen einfach über ihn laschen. Jawohl! Ja, wenn schon, denn schon. Da ist jetzt ein Helmspalter. Hey, gute alte Helmspalter-Move. So, und jetzt? Ne, ich dachte, ich hätte da was gesehen. Da schon die Flöhe gewusst. So. Die Staubmilben. Die auch. Kann man die echt nicht da hoch? Und zack. Ja, boah, danke. Classic. Vorsprung. Ja, ja, super. Einfach wieder Classic Epona. Einfach mal an der unsichtbaren Wand stehen bleiben. Passt schon. Ja, würde ich mal sagen, machen wir jetzt mal einen schönen Sprung hier, Kappa, in den See, ne? Auch so 100 Meter Höhe. Dafür haben wir ihn ja auch so hoch gemacht. Ach, wir sind ja gar nicht mehr so hoch, oder? Nee, glaub nicht. Da. Wobei, wir könnten natürlich nochmal hoch klettern. Wobei, wir könnten auch einfach ein Hündchen nehmen. Und den Rest der Folge runtergleiten. Ach, guck mal, ach, hier ist ein Minispiel. Nice. Oh Gott. Hallo, hereinspaziert, willkommen in Dumnus Hühnerflugstation. Ja, so viel zu dem Thema. Bist du bereit für einen irren Flug mit verrückten Hühnern, voller Abenteuer und Boni? Es gibt nichts Besseres. Na, wie wär's mit großer Freund? Also dann, einmal zur Schatzinsel, kostet dich 20 Rubine. Wie wär's? Ja, komm. Ja. Ich hab den Controller nicht in der Hand. Vielen, vielen Dank. Also, schnapp dir das Huhn, dann, das dir am besten gefällt und fliege zur Schatzinsel. Natürlich der Schwarze. Komm her, du. Wäre es irgendwie cooler, wenn alle anderen schwarz wären und, aber es wäre unrealistisch, wäre es ja nur ein Gockel, ne, und... Wir sind keine Ahnung, wo wir her müssen. Naja, wir haben ja genug Rubine, die wir loswerden wollen, also. Boah. Diese armen Gockel, ne? Schaffst du. Ja. So, sind jetzt bisher 8 Rubine. Starke Leistung. Viel wichtiger ist, dass wir da rechtzeitig hinkommen. Toll. Naja, whatever. Wir sind unserem Ziel näher gekommen. Immerhin, war knapp. Ja, ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass wenn ich rechtzeitig loslasse, er dann so wie bei Skyward Sword dann sich dann noch trotzdem noch festhalten kann. Ne? Toll, müssen wir jetzt wieder hochlaufen. Ganz ehrlich, nein, nicht diese Folge. Nicht diese Folge. Also Leute, auch hier habt ihr wieder gesehen, ein kleines Minispiel, aber da kümmern wir uns irgendwann mal bei Zeiten rum. Ja. Wenn wir die 100% machen, dann irgendwann später mal. Genau. Story first, da dann kommen die Boni-Episodes. Und diesmal kann ich euch auch versprechen, Zeit werden wir schon finden, Spielstände können wir auch nicht verlieren. Ja, also nicht, dass mir das schon mal irgendwann passiert wäre oder so. Toll. Das war jetzt vielleicht ein bisschen unnötig. Ich finde allerdings auch diesen grün bis hin zu Violettstich je nach Belichtung ganz cool, den wir kriegen, wenn wir nass sind. Ja, das stimmt. Hat was. Ich wäre immer noch für so ein Royal Blau, aber so Navy Blue. Ich kann gerne das Kostüm anziehen. Nee, so meine ich das nicht. Also mit den Flossen sieht es schon ein bisschen doof aus. Ne? Aber ja, vielleicht ein bisschen schneller hier. So, meine Güte. So. Jetzt aber. Tum, tum, tum.
Wo hatte ich denn vorhin gesehen? Was hier? So, hier. Da oben. Ja, das ist doch... Ey, diese Rollgeräusche, wenn Wiese da drunter, das klingt auch sehr geil. Achso, aber guck mal, dann kommen wir ja sogar zu dem Typen, ne? Jo. Nimm ihn auseinander! Siggi, komm her, du Scheiße. Komm her. Huch! Huch! Mike. Nur 13. Und 7. So, jetzt ist die Frage. Jetzt ist die Frage, wo ist der komische Typ? Der soll hier irgendwo sein. Ist der hier in dem Turm oder wie? Oder was? Möglich. Ah, auf dem Turm. Der ja auch Raffler. Ein bisschen hoch ist. Ja, Raffler, genau. Zirp, zirp. Ja. Und sonst so, Jens? Wie geht's dir? Ja. Ja, muss eigentlich morgen wieder arbeiten. Ach nee, morgen ist Kindergarten. Ach, ja, richtig. Morgen ist der Kindergarten. Ich dachte mir schon, dass du langsam kommen müsstest. Du kennst mich, nein. Du bist doch Nerd, oder? Du kennst sicherlich Thelma. Ich bin oft bei ihrem Laden. Man nennt mich Raffler. Ich habe von ihr so einiges über deine Taten gehört. Ich wusste, dass ein mutiger junger Mann wie du früher oder später von den Ereignissen in der Wüste hören und hier auftauchen würde. Und täusche ich mich? Ja, ich bin eigentlich nur der Postbote. Ja. Nerd, wusstest du eigentlich schon? Früher gab es in der Gerudo-Wüste eine Burg, in die zur Höchststrafe verurteilte Schwerverbrecher gebracht wurden. Die Strafe wurde vollstreckt, indem die Zauberkraft eines verwunschenen Spiegels sie in die Schattenwelt beförderte. Wow. Jetzt ist die Burg verschlossen und auch der Weg in die Gerudo-Wüste ist versperrt. Ist schon eine krasse Strafe, ne? Einfach mal in Schattenreich verbannt zu werden, einfach so. Nun, eine Wüste am Rand der bekannten Welt. In dieser Wüste befindet sich jener Spiegel und die Rachegeister der Verurteilten. Ich denke, das Unheil, das über Hyrule gekommen ist, hat in jener Wüste begonnen. Deshalb will ich sie genauer untersuchen. Und du, Nerd, was planst du jetzt zu tun? Willst du etwa selbst in die Wüste gehen und die Zustände dort mit eigenen Augen sehen? Ja. Oh, wirklich? Nun, dann werde ich dir helfen, soweit ich es in meinen Kräften liegen habe. Bitte übergib dies Tobi. Er betreibt einen Freizeitpark am Hylia-See, nicht weit von hier. Wir erhalten eine Notiz von Raffler. Sie ist für Tobi bestimmt, den du dort am Hylia-See triffst. Öffne sie mit Minus und lege sie auf B oder einen der Falltasten. Es gibt ja diesen Menschen, Tobi heißt er. Ich habe ihm einmal sehr geholfen. Er steht tief in meiner Schuld. Überlass das Weitere ihm, er wird alle nötigen Schritte in die Wege leiten. Guti, das hört sich doch mal ganz interessant an. Springen wir erstmal wieder hier runter. So, dann auf zu Tobi, wa? Tobi! Tobi von Adobe. Tobi von Adobe. Oh. Schon wieder sämtliches Zeit. Das will ich aber machen noch. Ja, dann mach das mal eben. Hier, das müssen wir auch noch machen. Kurz. Mach noch eben kurz wieder einen Vorholen. Witzig. Unten, oben, unten. Manchmal brauchst du dann doch zwei Anläufe. Da ist er wieder. Zack, dann haben wir nämlich schon, zack, die nächste okkulte Kunst. Guck mal, was da im Hintergrund ist. Ups.
Was geht denn jetzt hier ab, ey? Vor allem, aber das Lied kommt mir auch nicht so bekannt vor. Geil. Ja, das ist schon mal ach, eine guck kleine. Mal also, so viel kann ich ja schon mal verraten. Das ist schon mal eine Aussicht auf, was in der Wüste warten wird. What's still to come? Genau. So, mit dem Schwert in der Nacht. Sonst nach mir so. Machen. Das Übliche. Spring. Bin mal gespannt, wo er hinspringt. Das waren doch jetzt gerade. Das waren die Embleme, ne? Der Medaillons. Ja. Ja. Na guck mal. Ja, irgendwo in der Wüste. Der guten alten OOT-Medaillons. Ja, schätze können wir nochmal jetzt. Machen wir jetzt Feierabend? Ja, ne? Ja, ich meine, bevor wir jetzt ja, das, überziehen würden. Ja, ja, vor allem wird das wieder eine Cutscene triggern. Das kann ich euch jetzt schon verraten. Da unten müssen wir nämlich jetzt hin. Dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Und genau. In der nächsten Folge könnt ihr euch darauf freuen, wenn wir dann den Passierschein A38 dort unten abgeben. Passierschein. Und dann gucken, was passieren wird. War das also, war Obelix, ne? Stay tuned, Asterix und Obelix. Gold. Genau. Im verrückten Haus. Genau, im verrückten Haus da. Ja, ja. Genau. Genau. Also, stay tuned und wir sehen uns in der nächsten Folge. Rechts oben die Infokarte. Genau. Daumen nach oben und das Abonnieren nicht vergessen. Und bis dahin, liebe Leute, hier bei Twilight Princess. Macht's gut. Ciao.